Mega viel muss ich jetzt. Oh nö, ich will nicht. Guck mal, ich will es angucken. Tief durchatmen. Okay, geht. Au. Falk, ich bin erstmal essen. Jo. Viel Spaß bei dem Viech. Jo. Okay, Feuerbuch, wenn ihr einfach gar nichts. Ich kann nicht sagen, dass mir seine Route gefällt. Ihr habt doch nicht etwa Angst, oder? Macht euch nicht lächerlich. Holt euch die Kristalle! Durchatmen. Hier gibt es keinen Umweg. Wir müssen uns irgendwie den Weg freiräumen. Oh.
Nun denn halt so. Ja. Okay. Ja, na klar, renn ich wieder ins Feuer. Wir müssen uns überlegen, was wir der Allianz sagen wollen. Darum machen wir uns später Gedanken. Zuerst müssen wir einen Verräter ausschalten. Ja, was wollt ihr jetzt von mir? Geht mal weg. Da, Therons Fähre. Wir müssen uns beeilen. Es ist noch nicht vorbei, Theron! Nein, es hat gerade erst begonnen. Was? Helfen.
Hä? Why? Jetzt lang. Und Lana, wo bist du? Wir haben den Großteil der adeganischen Kristalle gesichert. Sobald wir ihre Macht nutzen, gehört Iokard so gut wie uns. Und Theron? Sein Verrat spricht sich schnell herum. Meine Leute versuchen, den Schaden einzudämmen. Aber es wird Wochen dauern, bis wir wissen, wie viel Chaos er wirklich verursacht hat. Selbst nachdem die Wahrheit ans Licht gekommen ist, kann ich kaum glauben, dass Theron der Verräter war. Er war ein guter Verbündeter und ein noch besserer Freund. Ich hätte nie gedacht, dass es dazu kommen würde. Er hat uns beide getäuscht. Zumindest kennen wir jetzt unser Ziel. Wir sollten uns auf Therons nächsten Schritt vorbereiten. Findet heraus, was Jace Malcolm weiß und versucht, Satil Shan zu erreichen. Ich habe die Fühler schon ausgestreckt, um Satil zu finden. Ich beginne sofort mit der Jagd. Bevor ihr beginnt, will ich Theron eine Nachricht senden. Öffnet einen Holokanal und sorgt dafür, dass man sie in der ganzen Galaxis empfangen kann. Mache die Kanäle frei. Welche Botschaft wollt ihr dem Verräter senden? Hier spricht der Kommandant der Ewigen Allianz. Ich habe eine Botschaft für meinen alten Freund Theron Shan. Wir haben viel zusammen durchgestanden, Theron. Euch zu Ehren setze ich 100 Schiffe der Ewigen Flotte ein, um für den Frieden zu kämpfen. Kehrt zur Allianz zurück, dann stehen diese Schiffe unter eurem Kommando. Wir können den Kreislauf des Krieges durchbrechen, aber nur, wenn wir zusammenarbeiten. Kommt nach Hause, Theron. Tut mir leid. Ich kann nicht. Also habt ihr getan, worum wir euch gebeten haben. Wir hatten unsere Zweifel, aber nun sehen wir eure wahre Hingabe. Wir sind zu einer Einigung gekommen. Theron Shan, willkommen beim Orden. Gutes Timing, Commander. Offenbar wurde eure Übertragung an Theron von den richtigen Leuten gesehen. Ich habe gerade einer unbewaffneten Fähre vom Reich der Chiss Landeerlaubnis erteilt.
Der Gesandte behauptet, eine Spur zu haben, die zu Theron führen könnte. Was sollte Theron nur im Chiss-Raum wollen? Ich verstehe es auch nicht. Es ist mir eine Freude, euch endlich kennenzulernen, Commander. Aristokra Sargano vom Chiss-Expansions- und Verteidigungskommando. Ihr sagtet, ihr hättet Informationen über Theron? Informationen, von denen wir beide profitieren werden. Theron Shan versteckt sich auf der Chiss-Welt Kopero. Syndik Center vom Haus Inrokini unterstützt ihn im Austausch für Geheimnisse der Allianz. Mit unserer Hilfe könnt ihr sie beide überraschen. Ich habe keinen Grund, euch zu vertrauen. Woher weiß ich denn, dass ihr nicht mit Theron unter einer Decke steckt? Ich versichere euch, dass wir diese Sache ebenso beigelegt sehen wollen wie ihr. Center hat die Befehle des Reichs der Chiss missachtet, indem sie Theron Zuflucht gewährte. Und jetzt ignoriert sie unsere Versuche, Kontakt aufzunehmen. Sie ist eine Abtrünnige. Sie wird vom Haus Inrokini unterstützt. Daher können wir Theron nicht festnehmen, ohne einen politischen Krieg anzuzetteln. Aber wenn ein Stoßtrupp landen und sich des Problems annehmen würde, würde das Reich der Chiss ein Auge zudrücken. Fremden wurde noch nie die Landung auf Kopero gestattet. Habt ihr so großes Vertrauen in uns? Die Operation ist an eine Bedingung geknüpft. Ich schicke eine Repräsentantin mit euch, die dafür sorgen wird, dass die Interessen des Reichs der Chiss gewahrt werden. Lieutenant Rayna Temple vom Chiss-Expansions- und Verteidigungskommando meldet sich zum Dienst. Ich habe viel von euren Taktiken gehört, Commander. Ich hoffe, dass ich mich als wertvolle Verbündete zeigen kann. Ich freue mich darauf, mit euch zusammenzuarbeiten, Lieutenant. Auf eine vorteilhafte Partnerschaft. Falls es keine Einwände gibt, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir wissen schließlich nicht, wie lange die Informationen des Aristokra Gültigkeit haben. Bereit machen zum Start. Holen wir Theron nach Hause. Schön sieht's hier aus. Was sind das für fliegende Dinger? Aus Drachen? Okay. Commander, ich muss euch warnen. Vor Jahren hat Center ihren Status riskiert, um einen mächtigen Machtsensitiven in ihre Familie aufzunehmen. Die Chiss sehen Machtanwender als unrein an, kontaminiert. Ohne Centers Unterstützung wäre Weiss verbannt worden. Oder schlimmer. Na, da fühlt man sich ja richtig willkommen.
Das sah ziemlich übel aus. So. Achso, verkaufen. Ja, komm mal her. Hier Post, Nachrichten, Dings, Gedöns. Diese Vorräte gehören dem Reich der Chiefs. Ich nehme an, ihr wollt sie wiederhaben. Sie zu zerstören wäre eine deutlichere Nachricht. Ihr werdet Copero nicht leben verlassen. Was? Ei, ganz kurz. Ha? Vernichtet die Fremden. Ich muss jetzt nach dem Essen noch aufräumen, eine kleine Aufgabe machen und deswegen. Jo, macht ruhig, wir hören uns morgen wieder. Eliminiert die Guten Abend, tschüss. Danke, tschüss. Eliminiert die Eindringlinge! Eliminiert die Eindringlinge! Ihr werdet für euer Eindringen bezahlen! Lasst sie nicht entkommen! Eliminiert die Eindringlinge! Hä? Und? Alter, wieder unter der Erde, willst du mich verarschen? Das sah ziemlich übel aus. Für Haus in Rukini! Ihr werdet euer Eindringen noch bereuen! Vernichtet die Fremden! Für Haus in Rukini! Eliminiert die Eindringlinge! Nicht entkommen! Hast du den jetzt endlich schon mal erledigt? Das nervt langsam. Eliminiert die Eindringlinge! Ihr werdet euer Eindringen noch bereuen! Für Haus in Rukini!
Sensoren registrieren Kommunikationsrelais in der Nähe. Vielleicht hat Theron Hilfe von außen. Platziert Abhörgeräte an den Terminal. Ernsthaft, dann kann ich die ganzen Daten analysieren. Leute kämpfen? Von da nicht einfacher hin? Wie kommt jemand wie ihr dazu, mit den Chiss zusammenzuarbeiten? Als Kind war ich ein imperialer Flüchtling. Das Reich der Chiss hat mich beschützt. Dafür verlangten sie nichts als meine Treue. Ihr wart Flüchtling? Was habt ihr getan? Das ist vertraulich. Für Haus in Rupini! Noch ein ganzes Stück. Ihr werdet euer Eindringen noch bereuen. Ja, nee. Eindringlinge, haltet sie aus. Vernichtet die Fremden. Das sah ziemlich übel aus. Bürger von Copero. Die Behörden haben die Lage unter Kontrolle. Meidet die Interaktionen mit Soldaten vom Haus Inrokini. Ihr werdet gebeten, bis auf Weiteres in euren Häusern zu bleiben. Wir danken für eure Kooperation. Mist. Ach komm, leck mich doch. Für euer Eindringen bezahlt!
Kopero. Die Behörden haben die Lage unter Kontrolle. Meidet die Interaktion mit Soldaten vom Haus Imrokini. Ihr werdet gebeten, bis auf Weiteres in euren Häusern zu bleiben. Wir danken für eure Kooperation. Nach dem plötzlichen Tod der Sith-Kaiserin Asina hat Darth Vovron, ein ehemaliges sich selbst zum Thronfolger erklärt. Der neue Imperator Vovron hat bereits durch einen geschriebenen Befehl, jegliche Aktivitäten auf der Ressource der Geopark einzustellen, eine öffentliche Protestwelle ausgelöst. Insiderquellen zufolge wäre es denkbar, dass er die Zeit nutzt, um seine Kräfte für einen Angriff auf die Republik Verbündeten gegen die Allianz zu sammeln. Aber diese Gerüchte wurden bisher nicht von offizieller Seite bestätigt. Es bleibt abzuwarten, ob die Methoden des Imperators Ihr werdet euer Eindringen noch bereuen. Für Haus Imrokini! Als vorteilhaft erweisen werden. Natürlich. Eliminiert die Eindringlinge! Vernichtet die Fremden! Ihr werdet euer Eindringen noch bereuen! Für Haus Imrokini! Ihr werdet für euer Eindringen bezahlen! Warte mal, Auszeit. Gegen den kämpfen, es geht nicht anders. Sonst komme ich hier nicht rein. Aber warum hat der mich so schnell down gemacht? So, das hätten wir.
Nein, aus! Pfui. Hä? Wie? Wie verdammt soll ich das Biest down kriegen? Die Kraft durchströmt mich! Verstärkung. Unterstützung wäre angebracht. Ich bin verletzt. Nein, falsch.
Das wird schon wieder. Es geht mir nicht gut. Wie verdammt nochmal? Ich hatte den fast. Wollte mich hier und geh vorher down. Keine Ahnung. Könnte die auf Schaden machen, würde aber nicht viel bringen. Zeig nur mal der ihre Ausrüstung bitte. Willst du mich verarschen? Die macht 250 Damage. Mir alles kaufen, bitteschön. Ein schmerzstillendes Medipack benutzt, stellt 14 bis 16 Gesundheit wieder her und weitere 6000 Gesundheit.
Benutzt erhöht die Beherrschung 60 Minuten lang. Erhöht die Ausdauer. Aber das werden wir im nächsten Stream herausfinden. Ich werde den Stream jetzt hier beenden. Ich komme sowieso jetzt auf die Schnelle nicht so weit. Rockstar, dance until I drop my love is a